ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Das Europa, wie wir es heute kennen, wurde gegründet aus einem Grund, der leicht vergessen wird, weil es um etwas heute sehr Selbstverständliches geht, dass es Frieden gibt in Europa. Nun sind wir von einer Kriegsgefahr auf diesem Kontinent glücklicherweise weit entfernt. Doch scheint es mehr und mehr Menschen zu besorgen, dass das heute vor 60 Jahren gegründete friedliche Europa mehr und mehr auseinanderdriftet. Und sie protestieren dagegen. In London waren es heute geschätzte 50.000, die auf die Straße gingen. Und wenige Tage vor dem nahenden offiziellen Austritt Großbritanniens aus der EU gegen eben diesen Brexit ansangen. Björn Staschen. Geburtstagsständchen aus London. Stoppt den Brexit. Wir wollen uns nicht trennen von Europa. Ein mächtiger Zug hat sich aufgemacht in London. Weiter hinten macht sich Nick Turton fertig für seinen Abmarsch. Am 60. Geburtstag der römischen Verträge, wenn alle anderen in Rom ihre Zusammenarbeit bekräftigen, sagen wir zu unserer Premierministerin, wir sollten auch dabei sein, nicht in unserem Namen. Die Großeltern aus Italien, England und Irland, viele Nationalitäten, jedes Alter auf der Straße gegen die Premierministerin, die den harten Brexit will. Abschlusskundgebung am Parlament. Wir brauchen ein zweites Referendum nach den Verhandlungen und wenn der Deal abgelehnt wird, sollten wir in der EU bleiben. So viele waren seit dem Brexit nicht für Europa auf der Straße. Zehntausende in Westminster, einer davon Nick Turton. Das wird ein steiniger Weg für die Regierung und wir stehen, wann immer es geht, in ihrem Weg. Gegen seinen Willen, trotz Protestes in 4 Tagen, wird die Premierministerin den Austrittsprozess in Gang bringen. Beim Eintritt in ein neues Europa vor 60 Jahren passierte eine bezeichnende Panne. Denn vor Konrad Adenauer und den anderen lag zur Unterschrift bereit ein Haufen leerer Blätter. Man hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft, die Verträge mit der Eisenbahn von Brüssel nach Rom zu bringen. Und so startete die EU schon als eine Idee, die erst noch mit Leben gefüllt werden musste und die heute mehr denn je auf dem Spiel steht. So zierte sich etwa Polen bis zum Schluss, die gemeinsame Erklärung bei den Feierlichkeiten heute in Rom zu unterschreiben. Ellen Trapp. Überzeugte Europäer ziehen durch römische Straßen. Einer von ihnen, Pier Virgilio d'Astoli. Dieser March for Europe, für ihn ein Moment des Glücks. Diese Demo zeigt, dass es viele Bürger und Jugendliche gibt, die an dieses Europa glauben. Das ist schön. Ich bin davon überzeugt, dass der populistische Wind gerade weniger wird. Vorher schon feiert die Politik auf dem Kapitol die Unterzeichnung der römischen Verträge vor 60 Jahren. Die polnische Regierungschefin im Fokus. Unterschreibt sie die heutige Erklärung oder unterschreibt sie nicht? Sie hat es getan. Ihre Gestik sagt mehr als viele Worte. Am Ende alle in Feierlaune, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Zum Beispiel haben wir uns die Freizügigkeit erlaubt, aber gleichzeitig nicht an den Schutz der Außengrenzen gedacht. Auch die Währung war nicht wetterfest gemacht sozusagen. All das haben wir jetzt ein Stück weit getan und werden es weiter tun. 60 Jahre europäischer Frieden. Die Gründungsväter kamen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Damals haben sie auf dem Kapitol die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründet. Diese römischen Verträge legten den Grundstein für die heutige Europäische Union. Eine Errungenschaft, die der polnische EU-Ratspräsident nicht missen möchte. Unsere Union ist eine Garantie dafür, dass Freiheit, Würde, Demokratie und Unabhängigkeit nicht mehr nur Träume sind, sondern jeden Tag Realität. Realität heute in Rom auch. Einige tausend Euro Gegner. Doch diese Demonstrationen blieben weitestgehend friedlich. Die Europa-Freunde wollen, dass der Schlusssatz der heutigen römischen Erklärung um die Welt geht. Wir sind zu unserem Glück vereint. Europa ist unsere gemeinsame Zukunft.
Erst 1957, also in dem Jahr, in dem die römischen Verträge unterschrieben wurden, trat das bis dahin eigenständige Saarland der Bundesrepublik bei. Es ist das kleinste Flächenland und spielt doch in diesem Jahr eine besonders große Rolle. Denn ob diese Frau von der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin bleibt oder nicht, das könnte auch spürbare Folgen haben für das Schicksal der Bundeskanzlerin bei der Bundestagswahl im September. Jörg Schönborn ist für uns schon jetzt im Wahlstudio in Saarbrücken. Das ist ja die erste Landtagswahl, seitdem die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz bekannt geworden ist. Wie macht sich das im Saarland bemerkbar? Schulz-Effekt bedeutet ja vor allen Dingen, dass die SPD aus ihrem Loch raus ist, dass sie wieder eine Chance hat, auf Augenhöhe gegen die CDU kämpfen kann. Ich zeige noch mal zur Erinnerung, wie sich das auf Bundesebene ausgewirkt hat. Das sind die Zahlen aus dem Deutschlandtrend. SPD seit Jahresbeginn plus 12 und die Union eben runter, minus 5 und dann jetzt ungefähr gleichgewichtig gegeneinander. Im Saarland gibt es den Trend auch, nicht ganz so deutlich, aber bundesweit haben wir es ja mit einer Kanzlerin unter Druck zu tun, hier in Saarbrücken mit einer Ministerpräsidentin, die durchaus auf dem Höhepunkt ihres Ansehens ist. Dieser Zufriedenheitswert für Frau Kramp-Karrenbauer von 79%, das ist einer der besten, den wir in den letzten Jahren gemessen haben. Einzig besser in jüngerer Zeit, Winfried Kretschmer 89, Frau Dreyer liegt knapp dahinter, 78. Also wir haben so eine etwas unsymmetrische Auseinandersetzung und dieser Schulz-Effekt auf Bundesebene wird ein bisschen aufgewogen durch den Kramp-Karrenbauer-Effekt hier im Land. Im Saarland spielen ja sowohl landes- als auch bundespolitische Aspekte eine Rolle. Was ist denn wichtiger, Landes- oder Bundespolitik? Wir haben ja ein Wahljahr hinter uns, 2016, das durchgehend geprägt war von einem Thema, nämlich dem Thema Flüchtlinge und Asylbewerber, der Angst vor Terror und vor Kriminalität. Wir haben jetzt eine neue Situation in diesem Jahr und wir haben hier in Saarbrücken im Saarland eine Situation, wo eine populäre Landesregierung tatsächlich auch aus Sicht der Wähler objektiv was geleistet hat. Zum Beispiel in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik einen guten Finanzausgleich für das Land ausgehandelt hat. Und das honorieren die Wählerinnen und Wähler. Die guten Werte für Frau Kramp-Karrenbauer habe ich Ihnen gerade gezeigt, hier nochmal so als Kurve. Das Interessante und das Ungewöhnliche ist, dass ihre Herausforderin Anke Rehlinger es geschafft hat, über die letzten Monate nicht ganz, aber doch auf ein sehr hohes Niveau ranzukommen. Und das bedeutet, dass wir es hier mit einer klaren Beobachtung der Wähler auch von Landespolitik zu tun haben. Und wenn wir morgen die Ergebnisse haben, wird es ganz deutlich auch landespolitische Akzente geben. Das ist sicher. Ein Regierungswechsel im Saarland wäre ja nur möglich, wenn die SPD stärker als die CDU wäre oder wenn die SPD mit der Linken eine Regierung bilden würde. Ist das Saarland denn bereit dafür? Ja, Rot-Rot. Ein Thema seit vielen Jahren natürlich in Ostdeutschland mittlerweile etwas gewohnter und geübter als im Westen. Das Saarland hat eine besondere Situation. Die Galionsfigur der Linken hier ist ein langjähriger, populärer Ministerpräsident, Oskar Lafontaine, der auch immer noch gute Unterstützung, gute Popularitätswerte hat. Wenn man deshalb die Saarländer fragt, was halten sie denn davon, wenn die Linke in einer Landesregierung mitwirken würde, dann sind die Werte schon ein bisschen positiver als im Bund, was die Fragestellung angeht. 40% sagen ja, das wäre eine gute Sache. 57% halten das nicht für eine so gute Sache. Man merkt, die Mehrheit ist nach wie vor dagegen. Die Stimmung etwas offener als im Bund. Aber wenn eine Ministerpräsidentin hier diese Entscheidung wirklich treffen müsste, dann wäre es nach wie vor etwas gegen breite Bedenken in der Bevölkerung. Danke, Jörg Schönborn. Morgen berichten Sie im Ersten ab 17.45 Uhr. Bis dahin. Wir sprechen uns wieder. Bis morgen. Angela Merkel droht Ungemach. Und zwar gleich von zwei Seiten. Von links, wie wir gerade gehört haben, denn Rot-Rot im Saarland wäre eine westdeutsche Premiere mit roten Signalen für den Bund. Und Unheil droht auch von rechts. Und damit ist nicht nur die AfD gemeint, die der Union Stimmen klaut. Gemeint sind diesmal die eigenen Leute. Denn schon lange genervt von ihrer ach so sozialdemokratischen Kanzlerin, schließen sich die Konservativen in der Union nun zusammen, um gegen Merkel zu meckern. Oliver Köhr. Der freiheitlich-konservative Aufbruch kommt erstmal ziemlich barock daher, mitten in Schwetzingen in Baden-Württemberg. Ansonsten ist hier alles eher improvisiert und Vorfreude auch nicht allen anzusehen. Aber das soll sie jetzt sein, die Dachorganisation der Konservativen in der Union, alle, die rechts der Mitte stehen. Die Flüchtlingspolitik ist ja nur ein Punkt von den Dingen, wo wir meinen, dass wir zu weit links gerückt sind. Wir retten Deutschland, indem wir die CDU retten. Die Rettungsaktion läuft schon seit einigen Monaten.
konservative Kreise gibt's fast überall in Deutschland. Gemeinsam haben sie die Wut auf Merkels Flüchtlingspolitik und wohl auch auf Merkel selbst. Auch was beim neuen Dachverband gesagt wird, klingt manchmal ein bisschen nach AfD und manchmal auch etwas mehr. Die CDU hat leider in den letzten Jahren einige Positionen, ihre alten Positionen an die AfD weitgehend kampflos abgegeben. Und nur deshalb, weil andere Parteien wie die AfD oder auch die FDP jetzt diese Positionen vertreten, sind sie ja nicht unbedingt falsch geworden. Und das sind wohl solche Positionen. Herr mit einer Obergrenze für Flüchtlinge. Weg mit Frühsexualisierung und Gender-Mainstreaming, was immer genau damit gemeint ist. Das will die AfD auch und vielleicht will sich deshalb kein prominentes Gesicht hier blicken lassen. Unklar ist, wie viele in der Union sich dem Aufbruch anschließen. Die Parteispitze jedenfalls wird nicht so gern auf die neuen Rechten angesprochen. Nun, so eine kleine Gruppierung mag es geben. Das ist auch nicht verboten. Ganz nachvollziehen, warum man sich separiert, kann ich nicht. Deswegen muss man das Nörgeln aufgeben. Deswegen brauchen wir nicht irgendwelche Gesprächskreise, die jetzt meinen, sie müssen irgendwas da noch einmal zum Ausdruck bringen. Das sehen Sie hier aber ganz anders. Der Aufbruch von Schwetzingen soll in Berlin ankommen. Nur im Regierungsviertel und der Parteizentrale natürlich, nicht im Multikulti-Berlin. Die Devise ist ja eher weniger Kreuzberg, mehr Schwetzingen. Die Europäische Union hat nach dem Gammelfleischskandal in Brasilien einen Importstopp für Ware der betroffenen Unternehmen verhängt. Damit beginnt die Nachricht mit Jens Riva. Die Produkte würden zurückgeschickt, teilte die EU-Kommission mit. Kürzlich war bekannt geworden, dass 21 Firmen verdorbenes Fleisch umetikettiert, gestreckt und mit Chemikalien bearbeitet haben sollen. Brasilien ist der weltgrößte Exporteur von Rindfleisch. In Deutschland ist das Gammelfleisch laut Bundesagrarministerium nicht verkauft worden. In Venezuela ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Es gibt Engpässe bei Medikamenten, die das sozialistisch regierte Land gegen Devisen importieren muss. Präsident Maduro bat die Vereinten Nationen um Hilfe. Er führt den Versorgungsengpass auf den gefallenen Ölpreis zurück. Die Opposition wirft ihm dagegen Misswirtschaft vor. Bei Luftangriffen der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten auf den Westen von Mossul sollen zahlreiche Zivilisten getötet worden sein. Behördenvertreter sprachen von mehr als 130 Toten in den vergangenen Tagen. Mehr als 200.000 Menschen sind nach Regierungsangaben vor den Kämpfen geflohen. Die meisten würden in umliegenden Flüchtlingslagern versorgt. Mossul ist die zweitgrößte Stadt des Irak und seit 2014 unter Kontrolle der Terrormiliz IS. In Weißrussland sind bei landesweiten Demonstrationen von Regierungskritikern mehrere hundert Menschen festgenommen worden. In der Hauptstadt Minsk ging die Polizei mit einem Großaufgebot zum Teil gewaltsam gegen Teilnehmer vor. Die Regierung hatte die Demonstrationen zuvor für illegal erklärt. In den vergangenen Wochen waren bereits tausende Menschen gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko auf die Straße gegangen. Wir kommen zum Sport und dazu gehört seit vielen Jahren auch das Thema Doping. Vergangenes Jahr wurde das flächendeckende Staatsdoping in der russischen Leichtathletik aufgedeckt. Auch in der früheren DDR hatte Doping im Spitzensport Methode. Nun gibt es neue Erkenntnisse, dass auch die westdeutschen Leichtathleten gedopt haben, Oka Gundel. Ja. Genau so ist es. Auch bei westdeutschen Top-Leichtathleten war Doping offenbar weit verbreitet. Athleten, die für Deutschland bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften an den Start gingen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Dissertation an der Universität Hamburg. Das berichtet heute die ARD-Sportschau. Es betrifft den Zeitraum von den 60ern bis in die späten 80er Jahre. 31 bundesdeutsche Leichtathleten haben demnach zugegeben, zum Teil über Jahre hinweg anabole Steroide eingenommen zu haben. Stromba in den 1980er Jahren, Dianabol in den 70er und 60er Jahren. Mit diesen Steroiden waren 31 westdeutsche Top-Leichtathleten unterwegs. Eines der in der Dissertation detailliert geschilderten Beispiele, die Vorbereitung eines Top-Athleten auf Olympia 84 und 88. Ich habe im Januar 1984 mit 5 Milligramm Stromba pro Tag begonnen und nach 3 Monaten auf 10 Milligramm pro Tag erhöht. Dies ging bis zu den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles. Der Zyklus war 3 Wochen Einnahme, 3 Wochen Pause in regelmäßiger Folge. Insgesamt 121 Top-Sportler des Deutschen Leichtathletikverbandes wurden für die noch unveröffentlichte Studie angeschrieben. Nach der Einnahme von anabolen Steroiden zur Leistungssteigerung befragt.
Deutsche Meister, WM- und Olympiateilnehmer gaben an, Anabolika genommen zu haben. In Mengen und Zeiträumen, die dem DDR-Staatsdoping ähneln. Die Trainer waren zumindest, belegen das einzelne Aussagen, schon wussten sie um das Anabolika-Problem. Der Verband wusste es meiner Meinung nach auch. Das haben auch einzelne Athleten sehr differenziert zum Ausdruck gebracht. Klaus-Peter Hennig, mehrfacher deutscher Meister im Diskuswerfen. Er ist einer der wenigen Befragten, der seinen Namen nennt. Er nahm über 7 Jahre lang Dianabol, manchmal morgens, mittags und abends eine Tablette. Ich bin in einer Zwickmühle als Athlet. Auf der einen Seite will ich Leistung, selber Leistung verbessern und hohe Leistungen schaffen, die Olympiateilnahme schaffen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das ohne unterstützende Mittel eigentlich nicht geht. Eine Dissertation, die ins Herz westdeutscher Leichtathletik trifft und in der die Athleten selbst mit dem Mythos vom dopingfreien Sport im Westen aufräumen. Ja, das sind Neuigkeiten, die die Glaubwürdigkeit des Spitzensports nicht unbedingt verbessern. So, und dann sind wir jetzt trotz frühlingshafter Temperaturen beim Wintersport und schauen auf einen Erfolg im Teamwettbewerb bei den deutschen Skifliegern. Beinahe hätte es für Eisenbichler, Freitag, Geiger und Wellinger zum ersten Weltcupsieg im Skifliegen seit 17 Jahren gereicht. Doch auch mit Platz 2 waren alle zufrieden. Bereits im Probedurchgang hatte Eisenbichler einen neuen deutschen Rekord aufgestellt, 248 Meter. Auch im Wettbewerb war auf ihn Verlass. Eine neue persönliche Bestleistung bejubelte auch Karl Geiger, 243,5 Meter. Im Finale sicherte dann Schlussspringer Andreas Wellinger trotz eines verkürzten Anlaufes mit einem Flug auf 240 Meter Rang 2 hinter Norwegen. Zu einem neuen Schanzenrekord flog der Pole Kamils doch, 251,5 Meter. Damit landete Polen hinter Norwegen und Deutschland auf Rang 3. Tja, und kein Sportblock in den Tagesthemen ohne Fußball. Wir schauen noch kurz voraus auf die nächste Aufgabe der Fußballnationalmannschaft. Nach dem emotionalen Abschied von Lukas Podolski geht es morgen darum, der Qualifikation für die WM 2018 ein Stückchen näher zu kommen. Der Weltmeister spielt in Baku gegen Aserbaidschan. Fast alle Mann an Bord, das ist das Motto von Joachim Löw vor dem 5. WM-Qualifikationsspiel. Einzig fraglich ist weiterhin Mesut Özil, der immer noch leichte Rückenprobleme hat. Der Weltmeister hat die 3 Punkte dennoch fest eingeplant. Wir wollen jetzt zumindest bis Sommer mal diese Qualifikation ohne Punktverlust durchziehen, bis die Saison abgeschlossen ist, mit dem Spiel im Juni gegen San Marino. Dass die DFB-Auswahl weiter ohne Gegentor bleibt, dafür sollen Mats Hummels und Benedikt Höwedes sorgen. Mario Gomez wird von Anfang an stürmen und als Kapitän läuft in Abwesenheit von Manuel Neuer Sami Khedira auf. Wir stellen uns auf ein kompliziertes Spiel ein und auf ein Spiel, von dem wir von Anfang an 100% da sein müssen. Gespielt wird morgen im gut 30.000 Zuschauer fassenden Tofik Bachramov Stadion. Es ist das insgesamt 5. Aufeinandertreffen mit Aserbaidschan. Die bisherigen 4 Duelle hat Deutschland gewonnen. Tja, und Joachim Löw ist für viele ja wie ein Lottogewinn. Er hat Deutschland ja schließlich zum Weltmeister gemacht. Hier bei uns reichen 6 richtige Kreuzchen zum Lottogewinn. Hier sind die Zahlen. Sie lauten 1, 9, 11, 25, 26, 49. Die Superzahl ist die 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und wie jedes Jahr wieder, am letzten Märzwochenende stellt sich die große Frage, vor oder zurück. Richtig ist vorstellen, müssen Sie Ihre Uhren um eine Stunde, denn in dieser Nacht um 2 Uhr beginnt die Sommerzeit, die euch Meteorologen ja eigentlich immer wieder durcheinander bringt, oder Sven Plöger? Naja, durcheinander bringen sie uns eigentlich nicht. Man muss nur konzentriert nachdenken, in welche Richtung geht es eigentlich. Also die Sonne geht später auf und dafür später unter, es ist länger hell. Und manch einer sagt ja, na ja, das mit der Sommerzeit ist für den Biorhythmus nicht gut, habe ich Verständnis für. Aber wenn man sie weglässt, hat es auch Nachteile. Und das möchte ich ganz kurz mal zeigen am Beispiel Kassel. Am 21. Juni, da beginnt der Sommer, Sonnenaufgang mit Sommerzeit 5.05 Uhr, Untergang 21.42 Uhr, es ist lange hell. Hätten wir da die normale Zeit, die mitteleuropäische Zeit, dann wäre der Sonnenaufgang schon um 4.05 Uhr, womit mancher nichts anfangen kann und abends um 9 Uhr ist es dunkel. Umgekehrt, im Winter würde man immer die Sommerzeit haben, bei normaler Zeit, geht die Sonne auf um 8.24 Uhr.
dann würde man mit der Sommerzeit einen Sonnenaufgang um 9:30 haben. Und da sagt auch mancher, na, ist nicht so ideal. Wir gucken aufs Wetter, blicken in die kommende Nacht. Von Norden kommen dichtere Wolken, Schleierwolken, auch ein paar tiefhängende, hochnebelartige Wolken, örtlich sogar Nebelfelder. Auch im Süden kommen später lockere Wolken an. Temperaturen in der Osthälfte morgen früh 0 bis minus 3, im Westen 1 bis im Kölner Raum 5 Grad. Der morgige Vormittag, dann in der Südhälfte sind sie auch da, die Wolken. Hier von der Eifel bis zur Oberpfalz am freundlichsten. Nach Nordwesten häufiger dichte Wolken, die nachmittags so ein bisschen auseinanderdriften. Trotzdem bleibt es teilweise trüb. Und dann sind die Temperaturen mit 9 bis 12 Grad auch kühl. Gilt auch für den äußersten Süden, wo es wolkig ist, sonst 13 bis 18 Grad. Das sind die Aussichten. Da sieht es so aus. Am Montag viel Sonnenschein, ein wunderbarer Tag nach kalter Nacht. In einigen Regionen bis nahe 20 Grad. Am Dienstag wird es noch milder, bis 22 Grad. Allerdings kann es dann tatsächlich schon die ersten Schauer im Westen geben. So viel vom Wetter und genießen Sie morgen den langen Abend. Und kommen Sie tapfer durch die kurze Nacht. Danke, Sven Plöger. Jetzt folgt hier im Ersten das Wort zum Sonntag. Und wir sehen uns morgen schon wieder direkt nach dem Tatort mit Ergebnissen zur Saarlandwahl. Bis dahin.